Busch. Wir haben Sie ja vor ein paar Monaten ja schon in München getroffen. Damals waren Sie gerade auf einer kleinen Tour. Und da möchte ich natürlich erstmal wissen, wo die Vergleiche jetzt sind. So zum Vergleich diese Riesenbühne. Da sind etliche Acts drauf, kaum Zeit zum Soundcheck. So what I would like to know from you guys, I mean, the last time we saw each other, it was just about your concert and there was just like one group that opened it. But over here at the Rock am Ring, there are like so many groups, the stage is so much bigger. Where are the differences for you guys? Well, this is maybe a little bit bigger. Maybe a little less pressure. Not pressure, but you know, there's so many bands going on, you just go and you play for an hour. So it's not like doing a full show. So it's we can enjoy that and sprint the whole way. Ja, es ist natürlich ein bisschen größer, aber man kann nicht unbedingt sagen, dass da mehr Druck ist. Im Gegenteil, sie haben ja eigentlich nur ihre Stunde, die sie machen, weil so viele andere Bands sind, also ist nicht alles so auf die halt zu konzentrieren. Und wie steht es so mit dem Soundcheck? Weil normalerweise weiß ich ja, Bands sind da sehr empfindlich, wenn sie da nichts testen können vorher und jetzt einfach auf die Bühne. Well, Nigel, usually like groups always want to have like a soundcheck, like a precise one. Over here, there's not really that time about it. Is it still cool for you to be on stage, go out there with nothing really? It's fine. I mean, we tend not to soundcheck if we can anyway, because we're quite lazy really. So yeah, preferably we don't sound check anyway, but so it'll be fine. It's funny, I mean, the sound is always weird at festivals and you sort of either play from memory or just sweat it out and get it over with. So it's fun though, because the crowd sort of inspire you, so you relax, you know. And it's nice, as I said, it's nice having so many opening acts. It's good. Also Nigel hat jetzt gerade zugegeben, eigentlich sind sie ein bisschen faul. Also so Soundcheck gibt es eh nicht so viele bei Busch. Also sie sind schon okay, wenn sie auf die Bühne gehen, machen ihren Sound, also geben sich da schon Mühe. Aber halt Sound ist sowieso mal so eine Frage auf Festivals, Open Air. Und dementsprechend wird es schon okay sein. Die Fans sind da auch ein bisschen inspirierend für die Jungs. Also dementsprechend bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das Konzert sehr fett wird. So, gleich gibt es mehr vom Busch. Complain. I know that's a piss.
Es gibt ja solche, denen sind Millionen von Watt auf der Bühne nicht genug. Kein